Frau Anders? Ja, Herr Doktor? Ich kann mein Jackett nicht finden. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, ich hätte den Anzug auf dem Balkon gelüftet und das Jackett draußen vergessen. Oh, noch ganz kalt. Es tut mir leid, Herr Doktor, aber es roch sehr stark nach Zigaretten und Parfum. Einem sehr aufdringlichen. Und dieses Taschentuch, es war in Ihrer Brusttasche. Ein Damentaschentuch. Der Lippenstift ist nicht ganz rausgegangen. Danke, Frau Reiners. Ich will es der Dame zurückgeben. Und das Abendessen? Heute nicht. Sind Sie mit meiner Küche nicht mehr zufrieden? Aber liebe Frau Reiners, machen Sie sich keine Sorgen. Ich schätze Ihre Küche durchaus, das wissen Sie. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Seit einer Woche haben Sie nicht mehr zu Hause gegessen. Machen Sie doch bitte keine Sorgen. Aber ich mache mir Sorgen. Um mich? Ernsthaft, Herr Doktor. Ganz unnötigerweise. Sie gehen jeden Abend aus und wenn Sie nach Hause kommen, sind Sie nicht mehr sehr fest auf den Beinen. Es geht mich ja streng genommen nichts an, aber es könnte ja sein, dass Sie sich ein bisschen zu viel zumuten. Sie sind ja nicht mehr der... Sie sind gewöhnt, dass ich die Abende in diesem Zimmer verbringe. Mit meinen Büchern, mit meiner Musik. Aber ganz plötzlich, Frau Reiners, gefällt mir diese Art, mein Leben zu verbringen. Nicht mehr. Sie befriedigt mich nicht mehr. Und ich hatte das Gefühl, als versäume ich etwas. Was versäumen Sie denn? Die Wirklichkeit. Die Realität. Das Leben. Und den Spaß, den es einem macht, wenn man es lange nicht gehabt hat. Spaß! Verzeihen Sie, beim Säubern Ihres Anzugs habe ich diese Rechnung in der Jacketttasche gefunden. Ich hatte vergessen, sie auf den Schreibtisch zu legen. Ja. Mischen Sie gefälligst nicht in meine Angelegenheiten. Rufen Sie bitte ein Taxi. Gesellschaft, Herr Doktor? Um Gottes Willen, lassen Sie den Doktor weg. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. Ja. Sie hatten letztens die Sandra am Tisch, oder? Ja, ich glaube, die Sandra, ja. Ich werde mal nachsehen, ob sie frei ist. Warten Sie mal. Wieso? War die nicht in Ordnung? Ich hatte das Gefühl, Sie haben sich sehr gut unterhalten. Doch, doch, doch. Nichts zu sagen gegen die Sandra. Ich werde Ihnen erst mal was zu trinken bringen, so einen kleinen vorneweg, wie immer. An der Bar. Die neben dem Herrn, der gerade trinkt. Lisa? Ja. Aber es scheint ja... ist wahrscheinlich mit dem Herrn da. Ich werde das schon machen. Champagner, Frick. Hast du Freier. Ich unterhalte mich aber gerade mit Peter. Dazu bist du nicht angestellt. Geh ruhig rüber. Ich will dich ja von deiner Hausfrauenpflicht nicht abhalten. Was ist denn das überhaupt für ein Typ? Tisch 6. So eine Art Professor Unrat, patenter Kerl. Seit einer Woche jeden Abend hier, dritte Jugend. Vielleicht hat er aber auch nur am Lotto gewonnen. Ich avisiere dich schon mal. Nicht so auffällig, sonst denkt er, du willst dich mit ihm duellieren. Viel Vergnügen. Zum Wohl. So, alles in bester Ordnung. Sehr zum Wohl. Danke sehr. Wie ist es so? Versteht ihr einen Spaß?
Wenn die Geld sieht, versteht die alles. Zeigen Sie es ihr ruhig, aber nicht zu viel. Zum Wohl. Danke. Was darf ich bringen? Die Vera trinkt am liebsten gleich Champagner. Na, da wollen wir nicht geizen. Ich schicke sie Ihnen rüber. Und der Herr, ich meine... Der ist nur so privat da, Bekannter von ihr. Na, Peter, dann bis später. Champagner, französischen. Ist der bestückt? Sieht so aus. Vera wird's schon rausfinden. Ganz alte Schule. Hier bei Dr. Blumann? Nein, der Herr Oberstudienrat ist nicht zu Hause. Ach, Herr Jacobi. Sehr ungewiss, wann der Doktor nach Hause kommt. Hinterlassen Sie ihm doch bitte, dass ich angerufen habe. Ja. Ist nicht da. Ganz ruhig, Ritschi. Max. Ganz einfach, Max. Das kommt doch sicher von Maximilian. Das stimmt, aber Max genügt völlig. Maximilian? Vera? Sandra kennst du doch. Wieso? Ich meine, warum? Weil du so rüberschiebst. Man könnte meinen, du wärst scharf auf sie. Ich schiel nicht zu Sandra, aber ich habe den Eindruck, dass der Herr da... Welcher? Mit dem Sandra an der Bar, mit dem du vorher da gesessen bist. Bist du vielleicht schwul? Vera. Ja. Ich habe das Gefühl, der sieht manchmal so rüber. Kann das sein, dass er eifersüchtig ist? Ich meine, du kennst ihn noch näher. So nah auch wieder nicht. Und wenn er mich näher kennen würde? Erstmal Prost. Wäre nicht eifersüchtig. Ich will dich doch nicht verdursten. Herr Ober, wir sitzen auf dem Trocknen. Nein, ich fahre mit der U-Bahn. Danke. Darf ich dir meinen Arm anbieten? Nimm lieber meinen. Ist sicherer. Hey, hallo! Hallo, Isha. Ich habe ja gar nicht bezahlt. Habe ich überhaupt bezahlt? Sei sicher, du hast bezahlt. Such lieber deinen Haustürschlüssel. Ja. Oh, viel zu heiß in eurem Lokal. Das ist ja komisch. Guten Morgen. Hallo. Guten Tag, Herr Blumann. Vom Urlaub zurück? Ja, gestern Abend. Ich habe Sie auch gleich angerufen. Haben Sie? Aber Ihre Haushälterin sagte mir, dass Sie im Augenblick viel unterwegs sind.
Das ist doch sonst nicht Ihre Art. Wir alle, liebe Kollegin, haben nur die Art, die wir uns angewöhnt haben, zu der wir erzogen sind. Es ist nicht die Art, die wir wirklich haben. Für Dr. Blum an. Isabella Straße 7. Danke. Wo dein Doktor kommt. Oh, Entschuldigung. Ja, dann Prost, meine Herren. Bleib doch noch ein Momentchen an der Bar. Wieso denn? Bleib an der Bar, sag ich. Ich lade dich ein. Kennst mich nicht mehr. Na klar kenne ich dich noch. Was heißt klar? So klar warst du gestern Abend nicht mehr. Nein, nicht, dass du glaubst, der Film war gerissen. Ich erinnere mich genau. Ich erinnere mich gern. Du, ich muss dir sagen, ich fand's gestern Abend ganz entzückend. Bestell schon mal. Ich muss mir nur noch mal die Hände waschen. Ich komme gleich. Champagner. Die Flasche kannst du auch schon kalt stellen. Ich mach schon. Weg ist es weg. Ich habe schon mal angefangen. Richtig. Also dann auf dein Wohl. Auf dein Wohl, Doktor. Sag das nicht. Was soll ich nicht sagen? Doktor will ich hier nicht hören. Mir gefällt das. Mir gefällt das, dass ich mal nicht mit einem Dummkopf herumsitze wie sonst, der lauter blödes Zeug redet. Na, doch blödes Zeug rede ich doch auch. Aber bei dir ganz anders. Hier bei Dr. Blomann? Ach, Sie, Frau Dr. Hart. Nein, leider. Er ist immer noch nicht da. Nach den Erfahrungen der letzten Tage kommt er heute sicher nicht mehr. Irgendwie anders heute. Wieso anders? Weiß auch nicht. Irgendwie anders.
Okay, es läuft. Okay. Prost, Maximilian. Prost. Eigentlich möchte ich weg von hier. Sekt habe ich auch zu Hause. Musik auch. Ja, aber mich doch nicht, Maximilian. Du weißt doch, die sehen das hier nicht so gerne. Die wollen, dass du dein Geld hier vertrinkst. Prost, Maximilian. Prost. Blumen für die Dame. Rosen. Den ganzen Strauß. Ist das nicht ein bisschen übertrieben, Maximilian? Omnia vincit amor. Du hast sicher recht. Wann ist das entdeckt worden? Von einem Mann, der hier nach Schrott suchte. Vor einer Stunde. Wo ist der Mann? Er hat sich nur telefonisch gemeldet, sein Name nicht genannt. Aha. Schrott sammeln ist hier verboten. So. Machen Sie mal das Tor auf, dann haben wir mehr Licht. Gutenstahl ist schon eingetreten. Das ist doch kein Selbstmord. Das sicher nicht. Die Hände sind gefesselt. Das deutet auf Fremdverschulden. Wahrscheinlich hat man ihn auf den Stuhl gestellt und den Stuhl dann weggestoßen. Der Tote heißt Molz Bernhard. Was haben wir hier? Eine Rechnung aus dem Nachtclub. Schneide den ab. Das ist mühsam. Ja. Lauter ein Zimmer-Apartment. Oh, warte mal, Harry, hier ist es. Ist er nicht da? Grüß Gott. Wie meinen Sie Herrn Molz? Wohnt hier Bernhard Molz? Ja, ja, der wohnt da. Aber der muss doch da sein. So früh geht der nicht aus dem Haus. Bernhard, machst du mal auf? Ich bin Frau Winterfeld. Ich wohne nebenan. Frau Winterfeld, wenn Herr Molz da allein wohnt, dann kann er nicht aufmachen. Er ist nicht da. Hat er nicht Familie, Angehörige? Familie? Ja, das weiß ich nicht. Darüber hat er nie gesprochen. Aber jeder Mensch hat auch Familie. Wir sind von der Kriminalpolizei. Gibt's noch jemanden, der einen Schlüssel für diese Wohnung hat? Von der Kriminalpolizei sind Sie? Ja. Ja, aber was wollen Sie denn von Bernhard Molz? Na, also von dem können Sie nun wirklich nichts wollen. Warum nicht? Weil er ein guter Junge ist. Ein guter Mensch. Das weiß ich, weil ich neben ihm wohne. Seine Nachbarn kennt man ja schließlich, ob die was taugen oder nicht. Übrigens, ich habe einen zweiten Schlüssel zu der Wohnung. Na, Frau. Ja, weil ich ihn so ein bisschen betreue und auch bei ihm sauber mache. Eine andere Tätigkeit, die habe ich ja noch nicht mehr im Leben. Was wollen Sie denn von Bernhard? Machen Sie mal auf. Er hat ja gar nicht geschlafen hier. Frau Winterfeld, wir werden jetzt die Wohnung durchsuchen. Durchsuchen? Herr Molz ist tot, wahrscheinlich ermordet worden. Kollege Blomann nicht da? Nein, Frau Dr. Hart. Der Herr Dr. Blomann hat um eine Vertretung gebeten. Könnten Sie vielleicht seine Klasse übernehmen? Ja, natürlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh Gott, der gute Junge. Wer tut sowas? Wer bringt so einen Menschen um?
Frau Winterfeld, wo hat er gearbeitet? Wo war er beschäftigt? Er hat gegen ein ganz geringes Entgelt gearbeitet. Fast ehrenamtlich. In einem Verein, der Menschen hilft. In Indien hilft. Der ganz armen Menschen in Indien hilft. Bernhard hat mir mal Bilder gezeigt. Da gibt es Leute, die haben noch nicht mal ein Dach über dem Kopf. Und verdienen, tun sie nur Pfennige, von denen sie natürlich nicht leben können. Was ist denn das für ein Verein? Wo ist der und wie heißt der? Der hat keinen Namen. Hilfe für Indien. Da steht auch draußen dran. Unsere Arbeit interessiert. Ah ja. Guten Tag. Tag. Ich sehe, ich störe. Nein, überhaupt nicht. Sie sind von der Presse? Nein. Ich sagte schon der jungen Dame hier, ich komme hier fast täglich vorbei. Das Schild Hilfe für Indien machte einen immer stärkeren Eindruck auf mich. Ich gehe dann wieder, ne? Gut. Das freut mich. Nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Sodass ich mich entschloss, einmal zu fragen, was Sie hier eigentlich machen. Wie ist Ihr Name? Hohner. Darf ich fragen, Herr Hohner, was Sie beruflich machen? Ich bin wissenschaftlich tätig. Wissenschaftlich und auf welchem Gebiet? Alte und neue Geschichte. Aber Sie werden mein besonderes Interesse sofort verstehen, wenn ich Ihnen sage, dass ich im vorigen Jahr eine Studienreise nach Indien gemacht habe. Nach Indien? Sie waren da, Sie kennen das Land. Ja, ich war tief betroffen, erschüttert. Von Armut und Elend, nicht wahr? Manchmal zeige ich Besuchern, die hierher kommen und das Land nicht kennen, Fotos, die ich selber gemacht habe, in den Slums von Bombay und Kalkutta. Einfach, um einen Einblick zu gewähren und um Verständnis und Unterstützung zu bitten für unsere Hilfe. Das wollte ich wissen. Was tun Sie? Wir verschicken Hilfsgüter aller Art. Alles, was benötigt und gebraucht wird. Von Medikamenten bis zu Nahrungsmitteln. Das sind natürlich die beiden wichtigsten Sachen, aber darüber hinaus verschicken wir Gebrauchsgegenstände, Decken, Textilien, alles Mögliche. Es gibt da kaum eine Grenze. Ich verstehe. Und wohin geht das Ganze? An indische Organisationen? Ja, natürlich. Wir sind hier auf Leute angewiesen, die dafür sorgen, dass die Bestimmungen eingehalten werden. Aber, und das ist ganz wesentlich und darüber sind wir auch sehr froh und stolz, wir helfen auch ganz unmittelbar Personen und Leuten, die besonders bedürftig sind. Ich habe hier zum Beispiel eine Liste mit Namen und Adressen und dahinter ist jeweils der Grad der Bedürftigkeit eingetragen. Ah ja. Ich verstehe. Es klingt sehr gut. Ich habe gesehen, Sie haben Helfer hier im Büro. Ja. Alles ehrenamtliche Mitarbeiter, alles junge Leute. Oder fast ehrenamtlich. Sie arbeiten für ein ganz geringes Entgelt. Jetzt habe ich eine Frage. Kann ich da mitmachen? Mitmachen? Na, Herrgott, ich habe das Elend dieser Leute gesehen. Es würde mich tief befriedigen, wenn ich dazu beitragen könnte, dieses Elend zu mildern. Ja, hier muss es. Moment. Irgendwo sein. Da ist es. Alle Sachen, die wir kaufen oder die uns als Spenden übergeben werden, werden hier gelagert, gesichtet, auf Qualitäten überprüft und natürlich auch auf Gruppenfestigkeit. Eliane! Guten Tag, Kriminalpolizei. Wir hätten gerne mit dem Leiter des Büros gesprochen. Das ist der Gul. Kommst du mal, Hannes? Du, kommst du mal? Entschuldigen Sie mich, Frau Sepp. Grüß Gott, Herr Gul. Grüß Gott. Kriminalpolizei. Es geht um einen Ihrer Angestellten. Ich muss Sie, glaube ich, gleich darauf aufmerksam machen, dass wir hier keine Angestellten im üblichen Sinn haben. Unsere Mitarbeiter sind alles mehr oder weniger freiwillige Helfer und stehen in keinem arbeitsrechtlichen Verhältnis zur Vereinigung. Ja, das ist ja interessant, aber das spielt wohl in diesem Zusammenhang keine allzu große Rolle. Es handelt sich um Herrn Molz. Herr Molz?
Das tut mir leid, der ist nicht da. Er ist heute Morgen nicht gekommen. Oder hast du ihn gesehen, Eliane? Nee, heute noch nicht. Er ist tot. Was ist der? Ja, er ist gestern Nacht ermordet worden. Kommen Sie bitte mit in mein Büro. Nicht besonders. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen? Nein, nein, danke. Walter, ja? Bring doch bitte mal ein Glas frisches Wasser. Es geht schon. Sehr lieb von Ihnen. Es geht schon wieder. Ich muss jetzt weiter. Alles, was ich hier gesehen habe, ist sehr beeindruckend. Ich werde mich gern beteiligen, Ihnen helfen, soweit es meine schwachen Kräfte erlauben. Es geht darum. Wann haben Sie Herrn Molz das letzte Mal gesehen? Genau, bitte. Gestern. Wissen Sie, das geht hier rein und raus. Ja, gegen 4 Uhr am Nachmittag. Er brachte Pakete zur Post und ist dann wohl nicht mehr zurückgekommen. Herr Gull, ich brauche jetzt jede Information über Herrn Molz. Ja, alles, was Ihnen so einfällt, zu seiner Person, über seinen Umgang, seine Freunde, Bekannte. Aufgehängt, sagten Sie? Aufgehängt. Es war eigentlich mehr eine Hinrichtung. Was machen Sie? Was ich hier mache? Nichts Besonderes. Ich interessiere mich für Fabriklandschaften. Chaotisch, verfallenes, vergehendes, am Rande des Fortschritts. Kriminalpolizei. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. So, bitte. Sie sind Lehrer. Ich bin Oberstudienrat in einem Gymnasium. Und Verfasser einiger Bücher über alte Kulturen. Ihren Aufstieg, ihren Niedergang. Sie wissen, was hier passiert ist? Ja, ich nehme an, dass hier ein Unternehmen, wie man heute sagt, am Bedarf vorbeiproduziert hat und pleite machte. Darf ich fragen, was Sie hier machen? Nein. Ich muss Sie bitten, das Gelände zu verlassen. Ich bin schon dabei. Was heißt nichts? Nicht die geringsten Spuren? Nichts. Nicht mehr Reifenspuren? Jede Menge, aber alle durcheinander. Und die meisten von Lastwagen. Fußabdrücke natürlich auch jede Menge. Ja, aber der Boden ist so schwierig. Wir müssen erst die genauen Laborberichte abwarten. Du, sag mal, sonst noch was Unwesentliches? Ja, da tauchte plötzlich ein Mann auf. Was für ein Mann? Mein älterer Herr. Er sagte, er interessiere sich für den Untergang von Industrielandschaften. Was ist los? Er interessiert sich für den Untergang von Industrielandschaften. Ich habe mir seine Personalien aufgeschrieben. Er ist Oberstudienrat an einem Gymnasium. Dr. Blohmann. Was suchte der da? Nichts, reine Neugier. Er sagte, er wolle mal sehen, wie sowas aussieht. Der Untergang einer Industriekultur. Stell mal fest, an welchem Gymnasium der unterrichtet, wenn er überhaupt unterrichtet. Also ein bisschen Menschenkenntnis habe ich auch. Der Mann ist absolut seriös, man sieht doch gleich, wie man vor sich hat. Sag mal, glaubst du das wirklich?
finden wir bei Plutarch eine besonders schöne Charakterisierung Numas, den die Römer zum König machen wollten. Soll ich weitermachen? Ja, ich bitte darum. Wir sind bei Plutarch, Lycurgus und Numa. Sehr gut. Ich zitiere diese wunderschöne Charakterisierung Numas. Schon von Natur zu jeglicher Tugend wohlgeartet, hatte er sich durch Erziehung, Selbstzucht und Fantasie noch mehr veredelt. Und nicht nur die allgemein verworfenen Leidenschaften, sondern auch Gewalttätigkeit und Herrschsucht aus seiner Seele ausgemerzt. In der Überzeugung, dass die wahre Tapferkeit in der Beherrschung der Begierden in der eigenen Brust durch Vernunft bestehe. Daher verbannte er aus seinem Hause Weichheit und Üppigkeit und verwandte seine Muße nicht auf Wohlleben und Gelderwerb, sondern auf den Dienst der Götter und auf das Nachdenken über ihr Wesen und ihre Macht. Über ihr Wesen und ihre Macht. Wir schließen die Stunde jetzt. Beschäftigen Sie sich allein. Und denken Sie nach über den Text, den Sie eben gehört haben. Kommen Sie. Hier ist die Adresse und Telefonnummer von diesem komischen Oberstudienrat. Und seine Schule. Untergang von Industrielandschaften. Nur von mir aus, wenn es Ihnen Spaß macht. Aber warum war der nicht in der Schule? Na, vielleicht hat er keinen Unterricht gehabt. Das lässt sich ja feststellen. Ja, dann stellen wir es mal fest. Nein, Herr Dr. Blomann hat heute keinen Unterricht gehalten. Ja, doch, doch. Aber er hat um eine Vertretung gebeten. Möglicherweise ist er krank. Gut, danke. Wiederhören. Er hat um meine Vertretung gebeten. Um Sie ein Fabrikgelände anzusehen? Ich war kaum 3 Wochen weg. Naja. Alles hat sich verändert. Ja, ich hab's gehört. Wir haben eine Schülerin verloren. Die kleine Ahrens. Durch Selbstmord. Sie erhängte sich. Aber warum? Warum? Das Mädchen hat eine Vorgeschichte. Sie war rauschgiftabhängig. Aber sie hat die Sucht mit großer Energie im Rahmen einer Therapie besiegt. Sie war wieder gesund und entfaltete ihre ganze Begabung. Die Fähigkeit, alles neu zu erdenken. Sie machte ihr Bestes sichtbar. Das, was man in der Jugend das Beste nennen kann. Glaube und Hoffnung. Und hängt sich auf? Jemand hat sie rückfällig gemacht, nur für einen Tag. Es ertrug sie nicht. Sie gab alles verloren und hängte sich auf. Ich frage mich, ob Schicksalsabläufe unabwendbar sind. Dass einem nur übrig bleibt, sie hinzunehmen. Oder ob man sich dagegen wehren soll. Ja, wehren. Selbstverständlich muss man sich wehren. Aufklären, informieren, nicht nachlassen, die Folgen zu beschreiben. Reicht das? Sie haben Besuch, Herr Doktor. Neumann, Weber, Brandt, Maltis und Jacobi. Nein, Herr Doktor. Also nur Jacobi. Niemand von Ihren Schülern. Kriminalpolizei. Hat man Ihnen Fragen gestellt? Man hat mir sogar ein Foto gezeigt. Von einem Toten. Natürlich kannte ich den Mann nicht. Die besprechen sich da draußen. Guten Tag, meine Herren. Ich bin Dr. Blomann. Polizei höre ich? Oberinspektor Derrick, Mordkommission Inspektor Klein. Um Himmels Willen, was habe ich mit der Mordkommission zu tun?
Sie kommen aus der Schule, Doktor? Nicht direkt. Aber Sie hatten heute Unterricht. Ich habe jeden Tag Unterricht. Heute habe ich mich allerdings vertreten lassen. Warum? Ich fühlte mich nicht besonders wohl. Was einen einfachen Grund hat. Ich habe gestern zu viel getrunken. Kurz, ich hatte einen Brummschädel und mochte so nicht vor meine Schüler treten. Das ist verständlich. Aber bitte setzen wir uns doch. Danke. Bitte. Wie haben Sie dann den Vormittag verbracht, Doktor? Ich bin spazieren gegangen. Ja. Ja, man hat Sie da in einer stillgelegten Ziegelei gesehen. Ach, jetzt begreife ich. Ich bin da angesprochen worden von Polizeibeamten. Steht das im Zusammenhang mit Ihrem Besuch? Ja. Wir wollten Sie noch mal fragen, was Sie da eigentlich hingeführt hat. Das wurde ich bereits gefragt. Reine Neugier. In der vergangenen Nacht wurde dort ein Mord verübt. Ein Mord? Es ist dort jemand gehängt worden. Gehängt? Gehängt worden? Ja, man hat jemanden aufgehängt. Nachdem er ihm die Hände gefesselt hat. Ach, jetzt wird mir klar, warum Sie hier sind. Da komme ich und gehe da ohne jede Erklärung, ohne jede sofort begreifbare Erklärung in einem Gelände rum, wo es einen Mord gegeben hat. Sind denn die Täter, der Täter ist nicht bekannt? Nein. Der Tote wurde erst am frühen Morgen gefunden. Von wem? Von einem Schrotthändler. Kennen Sie diesen Mann? Ist das der Tote? Ja. Und das da sind Strangulationsmale? Genau. Wer ist denn der Mann? Der Mann heißt Molz. Ich kenne den Mann nicht. Ich habe den Namen nie gehört. Gut. Vielen Dank, Doktor. Ach ja, Moment, ich habe da doch noch eine Frage. Wo haben Sie den gestrigen Abend verbracht, Doktor? In einem Nachtlokal. Es ist da eine besonders reizende Tischdame. Sehen wir es doch mal an. Das machen wir heute Abend. Tagsüber sind die nicht so ansehnlich. Herr Jacobi ist da. Ja, bitte. Da hast du mir nichts zu sagen.
Kann ich nicht doch mit reinkommen? Nein, nein, das wäre falsch, glaub mir. Fahr hier weg. Wir bekommen Hilfe. Herr Rona, Walter. Können Sie Kisten entpacken? Ja, ich tue, was verlangt wird. Allerdings, handwerklich bin ich nicht besonders geschickt. Dann, es müssen Papiere fertig gemacht werden. Sie ahnen nicht, wie viele Erklärungen ausgefüllt werden müssen. Können Sie Schreibmaschine schreiben? Ja, das geht schon eher. Und uns würden Sie sehr damit helfen. Das finde ich toll, dass uns auch ältere Leute helfen. Was verpacken Sie da? Fischkonserven, Proteine. Es würde mich sehr interessieren, was Sie eigentlich verschicken. Die Liste haben wir hier. Ach, Milchpulver verschicken Sie auch? Ja, natürlich. Wissen Sie, wie hoch die Säuglingssterblichkeit ist? Ja, ja, ich weiß. Ach ja, richtig. Sie waren ja da. Sie kennen ja die Verhältnisse. Und die Empfängeradressen haben Sie auch? Ja, hier. Dankeschön. Ich zeige Ihnen mal ein Muster. Liliane, das Paket hier ist eben zurückgekommen. Wie war doch Ihr Name, Herr? Rona. Ich war so beeindruckt von dem, was Sie heute Vormittag erklärten, dass ich mich entschlossen habe, mit meiner Mitarbeit und Hilfe bei so einer verdienstvollen Sache nicht länger zu zögern. Und was machen Sie da? Herr Huhn füllt die Zollpapiere aus und schreibt die Adressen. Ach, die Adressen. Herr Huhn, das habe ich nicht so gerne. Ich möchte nicht, dass da irgendwelche Fehler gemacht werden beim Ausfüllen der Erklärungen oder der Adressen. Aber wenn Sie weiter bei uns mitarbeiten wollen, ich habe eine Verwendung für Sie, natürlich. Nur nicht gerade diese. Mir ist selbstverständlich jeder recht. Bringst du das Paket mal hier rüber? Herr Hohner, wo wohnen Sie? Heilmannstraße. Iliane! Ja? Kommst du mal? Bring doch mal das Telefonbuch. Herr Hohner, ich möchte Sie vorsorglich um Entschuldigung bitten, aber ich werde Ihre Angaben überprüfen. Alle unsere Mitarbeiter haben einen Fragebogen ausgefüllt. Suche meine Telefonnummer. Sie haben doch Telefon. Ja. Hohner. Der Vorname? Wolfgang. Wolfgang Hohner. Aber seine Telefonnummer kann Herr Hohner dir doch selbst sagen. Tu, was ich dir gesagt habe. Hohner, Wolfgang, Historiker. Entschuldigen Sie. Aber ich habe heute früh von der Polizei erfahren, dass einer unserer Mitarbeiter ermordet wurde. Es handelt sich dabei um einen Mann, der offensichtlich keinen einwandfreien Lebenswandel führte. Hatten Sie seinen Fragebogen nicht überprüft? Doch, doch. Ich fürchte, er hat falsche Angaben gemacht. Nihil routinäre protest. Nichts ist zurückzuhalten. Nichts ist aufzuhalten. Sie haben noch 2-3 Stunden vor seinem Tod mit ihm an einem Tisch gesessen. Und Gespräche mit ihm geführt. Molz verließ das Lokal. Sagen Sie, Doktor, was wollten Sie von ihm? Ich hätte das Fabrikgelände nicht besuchen sollen. Aber ob es letzten Endes ein Fehler war, ich weiß es nicht. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Das ist meine Schülerin. Margot Arndt, die kleine Arndt. Hochbegabt, sehr sensibel, voller Fantasie. Sie war rauschgiftabhängig. Ich sagte, sie war. Sie hat eine Therapie mitgemacht und
hat es geschafft. Sie war wieder sauber. Sie war es ein Jahr lang. Bis vor 2 Wochen. Dann ist sie wieder überredet worden von einem, der sie früher als Kundin gekannt hat. Molz. Ja. Molz. Eine Spritze. Nur eine. Kostenlos. Aber sie hatte das sich selbst gegebene Versprechen gebrochen und war darüber so entsetzt, dass sie sich in ihrer elterlichen Wohnung erhängte. Ihre Klasse trug Trauer. Auch ich trug Trauer. Wir befanden uns in einer Stimmung, die ich nicht beschreiben kann. Wir schwankten zwischen Tränen und unglaublicher Wut. Wir beschlossen, das Ereignis nicht hinzunehmen, um es schließlich wieder zu vergessen. Wir wollten den Täter, die Täter, überführen. Wir wollten eine Quelle zuschütten, für immer zuschütten. Von Mord war nicht die Rede. Erzähl so ruhig weiter. Wir verabredeten, dass ich mich mit Molz bekannt mache. Wir hatten seine Beschreibung und das Lokal, in dem er sich aufhielt. Ich wollte meine Schüler aus diesem Milieu heraushalten. Ich machte mich an ihn heran, in einer Weise, die für ihn unverdächtig war, und interessierte mich für Heroin und verabredete mit ihm einen Treffpunkt für die Übergabe. Das Fabrikgelände? Ja. Aber er wurde dort nicht von mir empfangen. Sondern? Von den Schülern. Von einigen Schülern. Die Idee war, den Mann unter Druck zu setzen. Wir wollten wissen, woher kommt das Heroin? Wir wollten der Polizei fertige Ergebnisse liefern. Woher kommt das Zeug? Woher? Wer steckt dahinter? Wer sind die Hintermänner? Die ja die größeren, die eigentlichen Verbrecher sind. Woher? Wer sind die Hintermänner? Wer steckt dahinter? Fuchs aus, Mann! Wer hat die Adresse? Allerdings fanden meine Schüler eine Art der Befragung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Meine Meinung war, die bloße Drohung mit der Polizei würde genügen, den Mann zum Reden zu bringen. Offenbar genügte sie nicht. Und so hatten sie sich eine massivere Art der Bedrohung ausgedacht. In Erinnerung daran, dass die kleine Arends sich erhängt hatte. Ich billige die Art und Weise nicht. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass es zu so etwas kommen konnte. Meine Schüler hatten mir versprochen, ich hatte mir versprechen lassen, dass keine Gewalt angewendet würde. Und sie haben ihn zum Reden gebracht. Sie erfuhren, von wem Molz das Heroin hatte und auf welchem Wege es ins Land kam. Also gut, ich weiß nicht so viel. Aber was ich weiß, das will ich euch sagen. Also der Stoff. Den Stoff, den habe ich von... Ein eingetragener Verein. Aber nicht offiziell. Keiner, der im staatlichen Auftrag handelt, auch nicht im kirchlichen. Das Unternehmen ist völlig privat und dient doch ganz privaten Zwecken. Die Leute verschicken alles Mögliche an diese Adresse.
Es arbeiten hier sehr junge Leute mit, ohne die geringste Ahnung zu haben, welche Nebengeschäfte der Leiter dieses Büros macht. Sie sehen da zwei, drei Adressen durchgestrichen. Ja. Und was bedeutet das? Privatadressen. Adressanten verzogen, unauffindbar. Die Sendungen als unzustellbar kamen zurück. Ja, was war denn der Inhalt der Sendung? Milchpulver. Ja, und die Sendungen, die zurückkamen, ungeöffnet. Vom Zoll ungeöffnet? Ja. Und die Dosen unversehrt? Scheinbar unversehrt. Scheinbar unversehrt. In Wahrheit? Wurden sie umgefüllt. Mhm. Also in Indien ist Milchpulver raus, das Heroin rein. Ist aber riskant, Rauschgift dem Transport der Post zu überlassen, was? Naja, ich meine, bis jetzt hat's ja geklappt und funktioniert. Im Nebenraum. Da werden Sie eine Sendung finden. Heute zurückgekommen, weil nicht zustellbar. Das ist Konrad. Konrad Jacobi, der Ihnen das erzählen wird, was noch fehlt. War ein Freund der kleinen Arends. Setzen Sie sich. Auf dem Fabrikgelände hatten wir erfahren, was wir noch wissen wollten. Wir waren gerade dabei, wegzufahren. Den Mann hatten wir auf dem Stuhl stehen lassen. Mit der Schlinge um den Hals. Hey, ich seid mir verrückt geworden. Wo geht ihr hin? Hey, komm zurück, mach mich los! Ich hab doch alles gesagt! Fahrt nicht weg! Wir wollten ihn auf diese Weise bestrafen. Er sollte stehen bis morgens früh. Bis ihn irgendjemand finden würde, den er dann ja erzählen könnte, warum man ihn in diese Lage gebracht hat. Nicht wegfahren! Wir hörten ihn rufen. Aber wir dachten an Margot. An Margot Arends. Und daran, was dieser Mann hier angetan hatte. Hey, du, komm her! Mach mich los, ich kann nicht die ganze Nacht... Ich war mit dir befreundet. Ihr Tod hatte mich... Beeil dich ein bisschen! Ich hatte im Wagen einen Hund. Es war nicht mein Hund. Komm schon! Es war ihr Hund. Sie hatte mir mal gesagt, wenn mir irgendetwas passiert, nimm du den Hund. So habe ich ihn bekommen. Was ist denn los mit dir? Das ist ihr Hund. Was geht mich der scheiß Hund an? Bind mich los! Was machst du denn da? Was soll denn das? Wo gehst du hin? Er sagte, was geht mich dieser Hund an? Ebenso hätte er sagen können, was geht mich die Arends an? Wo gehst du hin? Ich hab den Hund nicht gerufen. Aber er kam. Dann bin ich eingestiegen. Und weggefahren. Und Ihre Klassenkameraden, die wussten nichts von Ihrem Vorhaben? Das war kein Vorhaben. Ja, und am nächsten Morgen, da haben Sie Ihnen in der Schule nichts davon erzählt? Nein, ich habe es ja selber noch nicht fassen können. Ich kann es mir gar nicht vorstellen.
Das ist auch schwer zu begreifen.